und Abfahrt. Zack, bumm, da sind wir wieder mit einem neuen Teil Let's Retro Secret of Mana zusammen mit DK. Und das auf meinem Channel, wo kein Let's Retro steht. Mir doch egal. So, wir sind immer noch in der Hexenburg. Wollen wir die beiden da mitnehmen? Nee, oder? Doch. Doch, doch. Warte, 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 warte. Wow, sind die schnell. Ja. Hat er jetzt meinen Schlag weggeblockt? Nein. Okay. Ah, die gehen wenigstens gut auf... Au. Ich möchte nicht wissen, wie man diese Wolfsbestie alleine besiegen soll. Ich möchte es nicht wissen. Du hast zwei Stück mit ihr zusammen. Okay. Das ist trotzdem schwer. So. Warte mal, ich habe Lanze schon auf Stufe 2, fällt mir gerade auf. Doch egal jetzt. Ich glaube, der. Ich glaube, der hier war der Richtige. Keine Ahnung. Nein. Drei Stühle sind ein bisschen viel. Wollt ihr mich verarschen? Ja. Ich bin schon wieder recht tot. Ich habe nichts gemacht. Weil ich habe ja noch geguckt, ob du irgendwie neue Rüstung kriegst. Nö. Der Tiger wird gleich lustig werden für die Kleine. Ach, hör auf. Warte mal, guck mal, wie viel Erfahrung du brauchst. 94. Ja, ich bleib hinten. Mach wirklich nichts. Ich ahne Übles. Au. Irgendwie war das wegen Erfahrung, erfahrungstechnisch gesehen, unklug, was ich hier gerade gemacht habe. Hugo erreicht Stufe 10. Ich glaube, wir sind recht gut im Level, wenn ich das so sehe. Ja, also ich hatte mal Level 12 beim Tiger. Was nicht ist, kann ja noch werden. Nee, ist richtig. Ja, klar ist es richtig, aber... Stühle. Sehr schön. Ich wechsle mal die Waffe. Nimm das, was am stärksten ist. Hä? Warte, wie kann das sein? 31 auf 38? Kann das sein? Nee, ich nehme den Bogen jetzt. Du weißt doch warum, oder? Kinder! Was wollt ihr hier? Na, wartet. So, für die Leute, die es nicht wissen, willkommen beim schwersten Boss im verdammten Spiel. Ich muss gerade noch diesen Typ zu Tantalus schicken. Der Name mag zwar etwas irreführend sein, aber dieser Boss ist der schwerste Boss im ganzen Spiel. Haken! Was hast du getan, Tura? Wo ist der hin? Ich dachte... Ach, doch egal. Okay, auf Wiedersehen. Tantalus ist besser fertig, ja. Ja, ja, bla 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 bla. So bin ich halt. Aber genug geplaudert, ich verführe euch jetzt noch einen süßen kleinen Schmusekater. Ja, es ist Bosszeit. Ich trommel dich auf die Titten. Es ist Bosszeit und das ist der Schmusekater. Schmusekater. Der schwerste Boss im Spiel. Nicht der, aber au. Unmöglich. Au.
Ja, tot. Das war's. Nee, du lebst doch. Wen? Soll ich? Ja, mach. Ich muss auch. Du doch nicht. So. Aber sie. Ich sag mal so. Wenn er hier oben bleibt. Mhm. Was wolltest du sagen? Ich halt mein Maul. Vor allem, er steht so ungünstig. Nicht heilen, brauchst mich nicht heilen. Au. Ja, wunderbar. Ah. Waffe wechseln für den Fall. Was ist momentan schwer am stärksten? Die Lanze. Wie habe ich das geschafft? Ich will es nicht wissen, aber ich finde es interessant. Ich meine, wenn er sowas macht, das ist ja wenigstens sehr gut, weil dann können wir... Ja! Ja! Boah! Oh Gott. Das sah viel leichter aus, als es eigentlich ist. Wirklich, das sah viel leichter aus, als es eigentlich war. Peitsche halten, ich glaube, es müsste 2 Orbs geben. Glaube ich auch. Ein so, genau, ein Bumerang-Orb hier. Und ich peitsche und ein Orb bei ihr, oder? Bei Schatztruhe. Ja, kann sein. Was wolltest du hier nochmal gucken? Oh. Wenn er sowas macht, dann ist es eigentlich sehr schön, weil... Ja. Aha. Was? Wegen Heilkräutern? Die kosten 10 Gold, naja. Ah ja, okay. Nimm den Inhalt der Schatztruhe und ich brauche ihn nicht mehr. Vor allem, sie hatte bis gerade eben hatte sie noch die Zauberkraft. Unten finden wir... eine Peitsche! Meine absolute Lieblingswaffe im Spiel. Nur so ganz beiläufig erwähnt. Und hier finden wir... 50 Goldmünzen? Hm. Naja. Bestätigen. Naja. Die Kraft ist zwar irreführend, aber dafür ist die Range abartig geil. Müssen wir nicht hoch? Nein. Okay. Also ich wollte raus. Ich weiß nicht, wo du gehen willst. Also. Ah ne, da waren wir ja. Siehst du, jetzt weiß ich besser Bescheid. Obwohl, wir haben jetzt eigentlich, wenn man es so sieht, 2 der schwersten Gegner direkt im Spiel direkt hintereinander. Was kommt denn jetzt als nächstes? Die Eidechse. Die Eidechse? Welche Eidechse? Ja, die Eidechse. Hä? Wir müssen zu Haken! Achso, das war sie. Wir müssen weiter mal dabei. Das war Aqual, sie braucht meine Hilfe. Ich muss sofort zu ihr. Ich komme mit da. Ah, schlimm. Naja, egal. Dörte. Ah, die Musik ist geil irgendwie. Ich glaube, es gibt nur eine Situation nach dieser Szene hier, in der diese Musik gespielt wird. Ja? Ja? Wenn du es durchgeschafft hast, oder was? Nee, ich glaube, da war noch eine Situation. Ich liebe die Peitsche.
Wie gesagt, ihr werdet mich vorwiegend auf Boomerang oder Peitsche in diesem Projekt dann sehen. Dann nehme mal den Boomerang, weil... oder warte mal, ich nehme mal den Boomerang. Weil ich gehe halt nicht nah ran. Ja. Ich meine, unser Mädel hat ja momentan eh die meisten, die beste Abwehr. Ja, das Mädel hat ja eh momentan die beste Abwehr. Durch ihre überteuerte Kampfrobe. Hm. Ja, war ja so. Ja. Woher kommt jetzt eine Wespe? Und vor allem das Schönste an einer Peitsche ist, du kannst mehrere Gegner gleichzeitig treffen. Was meinte er vorher? Wir brauchen eine Peitsche. Hierhin. Hier oben. Ja, ich sehe es ja schon. Wenn du den Punkt findest, dann genau. Deswegen brauchen wir eine Peitsche. Ja, ja. Und wieder zum Wassertempel. Palast. Was auch immer. Gedöns. Hier ist sage und schreibe gar nichts. Hier ist sage und schreibe noch immer nichts. Zwei Dumme, zwei Wege. Ja. Warum sollten wir jetzt zum Wassertempel? Weil wir jetzt zwar Wassermagie kriegen. Ah. Okay, das ist natürlich das Argument dann. Wie gesagt, es gab eigentlich noch einen schwereren wie gesagt, bevor wir den Heilspruch finden, kriegen wir eigentlich gleich zwei der schwersten Gegner, wie ich finde. Ich finde, die Eidechse ist total billig. Ja, wenn du sie dann einmal auf der Distanz hast. Ja. Aber ansonsten ist sie scheiße schwer. Ja, wollte nicht. Nö. Nee. So. Hä? Was war das? Du bist rausgegangen. Wie konnte ich? Au. What the? Die machen guten Schaden. Ja, ja. Na komm. Lol, ich treffe die nicht mal. Ja, eben, ich auch nicht. So. Das war irgendwie knapp gerade. Halt dich mal lieber selber. Ich glaube, wir haben noch einen Bonbon. Oh, oder so geht's natürlich auch. Und der nächste Boss. Was zum? Eigentlich ist das ja kein richtiger Boss. Der nicht. Die Eidechse ist an sich eigentlich auch kein richtiger Boss. Ja, aber... Boah, ich treff den nicht. Nimm eine andere Waffe. Ja. Nehmen wir das Lancelein. Versuche ich es mal mit der Peitsche. Ich glaube, wir müssen das Mädel mal heilen. Was, wir haben noch zwei Bonbons über? Die Noppenzunge! Wow, raue Zunge, hä? Achtung! So, jetzt kommt Boss Time! Der hat gesessen. Oh, Kacke. Die Fischechse. Die wird aber gerne vernascht. Ja.
Schon wieder! Ich sag mal so, lieber so, wo ich dann Zeit habe, mich entsprechend hochzuladen. Okay, Kraftwasser Level 3. Das ist ja das Erstaunliche an diesem Viech. Das ist das Einzige, was es kann. So, da kommt Kraftwasser 3. Was freue ich mich über den Analysespruch, ey. Oh ja. Macht mir auch die das ganze Projekt ein wenig einfacher, weil ich dann nicht die ganze Zeit nachgucken muss. Du guckst nach? Nein. Ich habe die ganzen Namen noch im Kopf. Die Namen kannst du auch ohne alles nachgucken. Ich weiß. Aber es kommt besser, wenn ich... Ah, das jetzt. War's. Sehr schön. Clownorb! Kann ich ja ein bisschen Karate spielen. Ich danke euch. Mein Name ist Frosta. Ich werde euch helfen. Du musst weitermachen. Alle da. Von nun an könnt ihr über meine magischen Kräfte verfügen. Ingrid kann meine Heil- und Verteidigungsmagie benutzen. Und Dörte, meine Angriffszauber. Und ich? Eines Tages wird dein Schwert mächtiger als jeder Zauberspruch von mir sein. Zur Not kann Ingrid aus deinem Schwert ja eine Eisklinge machen. Du kannst auch, dann kannst auch du die Gegner verzaubern und zu Schneemännern machen. Hier habt ihr noch eine neue Mana-Waffe. Der Speer, eines der wohl nutzlosesten Items im Spiel. Gehen wir... Ja, ja. Frosta ist für alle da. Und das, was Dörte so meinte, stimmt auch. Wir müssen auch gleich nochmal die ganzen Zauber ausprobieren. Wie man schon erkennen kann, Säureregen, Frostwelle und Energiesog. Sehr schöne Attacken. Ich freue mich auf Mana-Sog. Ah, ja, ich auch. Ja, mach mal Pause. Zeigen den in der nächsten Folge so einen kleinen Cliffhanger. Warte mal, wir gehen mal hier raus, machen Cliffhanger und machen in der nächsten Folge weiter. Bis denn dann. Tschüss.